Wenn der Winter kommt, darf die richtige Bekleidung nicht fehlen. Im Gegensatz zum Sommer gestaltet sich das Ganze im Winter doch etwas komplizierter. Schließlich gibt es viele Arten von Bekleidung und jeder Mensch hat ein anderes Kälteempfinden. Räumen wir mit den Fragezeichen auf und beschäftigen uns mit dem Thema Bekleidung und dem berüchtigten Zwiebelprinzip. Das Zwiebelprinzip besagt Folgendes. Mehrere individuelle Schichten sind flexibler und insgesamt wärmer als eine dicke Jacke als Allround-Lösung. Vor allem aber die Flexibilität macht das System zum idealen Prinzip für Wintersport. Wie es funktioniert, ist eigentlich recht einfach. Grundsätzlich besteht das Zwiebelprinzip aus drei Schichten. Einer ersten dünnen Schicht, einer mittleren Schicht und einer äußeren Schicht. Dabei ist die unterste Schicht eine dünne wärmende Schicht, die direkt auf der Haut aufliegt. Im Frühling oder Herbst reicht hier in der Regel ein normales T-Shirt. Im Winter hingegen kann man hier gerne zu Merino-Wäsche oder spezieller Skiunterwäsche greifen, je nachdem wie kalt es eben insgesamt ist. Danach kommt eine zweite Schicht zum Einsatz. Diese zweite Schicht, auch Isolationsschicht genannt, hängt davon ab, in welchen Temperaturen ihr unterwegs seid. Wer auf eisigen Skitouren unterwegs ist, kann hier gern mal zu einer dickeren Fleeceweste greifen oder man schaut sich Daunenjacken an. Die sind nämlich je nach Dicke ein wenig oder sogar deutlich wärmer als die reinen Fleecejacken. Der große Unterschied zwischen Daune und Kunstfaser bzw. Fleece liegt in den Vor- und Nachteilen begraben. Während wir uns in einem separaten Video mal im Detail mit den zwei Stoffen beschäftigen, hier nur kurz zusammengefasst. Daune bietet eine fabelhafte Wärmeleistung. Die Daunenschicht fungiert wie eine robuste Wand aus Federn mit einer Menge Luft als Kissen dazwischen. Dadurch bleibt die abstrahlende Körperwärme innerhalb des Systems und die kalte Luft außerhalb des Systems. Je dicker die Daune, desto tiefer können die Temperaturen sein, bei denen dieses System noch funktioniert. Außerdem sind Daunen wirklich leicht, also federleicht könnte man sagen. In Relation zum Wärmefaktor deutlich leichter als Fleece es je sein könnte. Oder anders formuliert, um die gleiche Wärmeleistung von Fleece und Daune zu erhalten, benötige ich eine Fleecejacke, die um ein ganzes Eck schwerer ist als die Daunenvariante. Außerdem kann die Daune mit einem außergewöhnlichen Packmaß dienen. Die Daunenjacke kann man richtig klein zusammenrollen und drücken, denn dann rutschen die Daunen einfach ein wenig zusammen, wenn es eng wird. Doch Fleece ist deshalb nicht aus der Mode und hat auch Anwohnungsgebiete, in denen es der Daune überlegen ist. Eine Fähigkeit von Fleece ist es, Feuchtigkeit deutlich besser zu verarbeiten, als es Daune tun. Eine nasse Daunenjacke verliert ihre Funktion nahezu komplett und bis sie wieder trocken ist, kann das lange dauern. Während die Daunenjacke wie ein nasser Sack herumhängt und man sich elendig verkühlt, glänzt das Fleecematerial mit einer passablen Isolation, auch bei Nässe. Klar, wenn es regnet, ist auch hier mal Schluss, aber das Material kann mit Feuchtigkeit deutlich länger und besser umgehen als Daune. Gerade wenn man schwitzt, macht sich das bemerkbar. Während die Daune einfach unangenehm nass wird, ist das Kunstfasermaterial noch ziemlich trocken und hält Kälte dennoch gut ab. Wer in feuchteren Regionen unterwegs ist oder vielleicht auch in gemischtem Eis-Felsgelände, braucht mit Daunen eigentlich gar nicht erst anfangen. Es sei denn, es kommt auch noch Zwiebelschicht Nummer 3 mit ins Spiel. Die Außenschicht. Die Außenschicht besteht zumeist aus einer Hardshell oder Regenjacke, aus einer dementsprechenden Gore-Tex-Membran. Übrigens, falls ihr nicht wisst, welche Hardshell-Jacke für euch die richtige ist, dazu haben wir vor langer Zeit schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke es euch oben. Beim I. Die Außenschicht hat im Prinzip eine Funktion. Sie schützt vor Wetter, egal welchem Wetter. Ob das jetzt der Wind, der Regen oder der Schnee ist, die Außenschicht soll allen Bedingungen standhalten können. Denn mit ihr steht und fällt die komplette Funktionalität aller anderen Schichten. Eine undichte oder minderwertige Außenschicht führt dazu, dass das komplette System unter der Außenschicht ebenfalls nass wird und dann kann man das ganze Prinzip über den Haufen werfen. Wie sieht die Funktion des Zwiebelprinzips nun in der Praxis aus? Nun ja, diese ganzen Sachen immer anzuhaben, ist ja Blödsinn. Und deshalb ist dieses System ja auch so praktisch. Die Variabilität und Kombinationsmöglichkeiten machen das Prinzip vielfältig einsetzbar. Doch dabei gilt es immer zu beachten, dass die Schichten im Idealfall im gleichen Prinzip abgelegt werden, wie man sie vorher angelegt hat.
Okay, das klingt jetzt vielleicht logisch, aber was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass man sie entsprechend der Situation aus- und anziehen sollte. Wenn also der Wind der Grund ist, warum es kalt ist, sollte man vielleicht statt der zweiten Isolationsschicht die Hardshelljacke anlegen. Diese hält den Wind deutlich besser ab als beispielsweise Fleecejacken. Andererseits sollte man aber bei trockener Kälte nicht die Hardshelljacke anlegen, sondern die Isolationsschicht in der Mitte auspacken. Übrigens, falls euch die Inhalte bei uns gefallen, dürft ihr gerne ein Abo auf unserem Kanal hinterlassen. Falls ihr euch für das Thema Ursprünglichkeit und Entschleunigung im Alpinismus interessiert, unter dem ersten Link in der Videobeschreibung findet ihr unser Buch als Taschenbuch oder E-Book. So, zurück zum Thema. Was ist mit richtig erfrorenen Menschen, die gerade im Winter mit dem dreilagigen Aufbau nicht zurechtkommen, weil es immer noch viel zu kalt ist? Hier könnt ihr anfangen, das Prinzip zu erweitern, wobei das gar nicht so trivial ist. Denn um was soll ich denn diese Ausstattung jetzt denn in der Praxis erweitern? Also erstmal sollte man sich damit auseinandersetzen, ob nicht vielleicht eine deutlich dickere zweite Schicht als Isolation herhalten soll. Wenn man bisher eine Fleecejacke genutzt hat, kann man den Umstieg auf eine Daune überlegen und hier auch im dickeren Bereich der Winterdaunen schauen. Doch wenn die Kälte nur ein klein wenig weiter eingedämmt werden soll, dann reicht in der Regel weniger. Am besten adaptiert man nämlich einfach die erste Schicht. Besteht sie bisher nur aus einem normalen Sportshirt, sollte man auf Merino-Wäsche umsteigen. Das gilt übrigens auch für die Beine, wenn die mal zu kalt sein sollten. Wer aber jetzt schon Merino trägt, kann jetzt noch das Ganze um ein weiteres Langarm-Shirt erweitern. Am besten ebenfalls aus Merino. Und das kann auch etwas dicker sein. Aber warum Merino? Merino ist ein ganz großes Thema, aber kurz möchte ich auf den Unterschied zwischen Merino und Funktionsshirts hinweisen. Funktionsshirts, also diese klassischen Sportshirts, sind darauf ausgelegt, möglichst viel Luftzirkulation zuzulassen. Angenommen die zweite Schicht, also die wärmende Jacke oder Weste, kann die Kälte nicht mehr ausreichend abhalten, zirkuliert die kalte Luft zwischen der Innenwand der zweiten Schicht und der Haut. Wenn hier jetzt ein sehr atmungsaktives Material wie Polyester zum Einsatz kommt, wird die kalte Luft zur Haut transportiert und die warme Luft des Körpers nach außen abgegeben. Dann funktioniert man im Prinzip wie ein Heizstrahler. Und gleichzeitig kühlt man aber aus. Deshalb sind Merino-Shirts die beste Wahl, wenn es darum geht, dass die zweite Schicht eventuell zu dünn sein könnte. Merino ist ebenfalls atmungsaktiv. Doch die Atmungsaktivität baut eben auf einem anderen Prinzip auf, weil Merino als Stoff deutlich dichter ist. Und diese Dichte kann man sich zunutze machen, wenn es richtig kalt ist. Noch eine kleine Ergänzung zum Thema Daune. Ich möchte euch bitten, wenn ihr euch Daunenprodukte zulegt, auf die Wertigkeit und Nachhaltigkeit zu achten. Diverse Marken haben mittlerweile das Responsible Down Certificate, doch es gibt auch immer noch Firmen, die nicht damit arbeiten, vor allem Discount-Marken. Hier bitte die Finger davon lassen, denn Daunenproduktion ist immer noch auch die Arbeit mit Tierprodukten und nur solche Zertifikate oder auch noch höhere Standards stellen sicher, dass die Tiere gut behandelt werden. Und noch einen wichtigen Tipp habe ich für alle Bergsportanfänger im Winter. In der Regel, auch wenn das jetzt vielleicht seltsam klingt, startet man am Anfang der Tour mit zu viel Gewand. Denn man steht viel herum, man macht sich fertig, kontrolliert den Rucksack und so weiter. Da ist es natürlich kalt und man zieht sich dementsprechend alles an, was man hat. Doch das sollte man eben nicht tun. Eine Faustregel besagt, dass man beim Losgehen die Kälte schon spüren darf. Man sollte natürlich nicht erfrieren, aber man sollte eigentlich schon das Bedürfnis haben, sich noch etwas anziehen zu wollen. Wenn man dann nämlich in die Tour startet, der Puls ein konstantes, höheres Level annimmt und man auf Betriebstemperatur kommt, dann ist die Temperatur perfekt. Das hat zwei Vorteile. Erstens, dass man nicht 20 Minuten nach dem Losstarten schon wieder stehen bleiben muss, um was auszuziehen und wegzupacken, umzupacken. Und außerdem, dass man sich binnen dieser ersten 20 Minuten nicht das T-Shirt oder die Skiunterwäsche nass schwitzt. Denn nasse Bekleidung ist immer kalt. Und wenn man dann noch Kleidung ablegt, wird es richtig kalt. Deshalb vorm Start überlegen, ob es jetzt kühl genug ist, sodass ich während dem Gehen wohltemperiert unterwegs bin. Jetzt ging es heute nur kurz um das Zwiebelprinzip, ist auch ein eher kurzes Thema, doch dafür haben wir gleich viele andere Themen bezüglich Bekleidung abgearbeitet. Und so habt ihr vielleicht auch wieder was lernen können. Wenn ihr sagt, ich will ein detailliertes Video zum Thema Daune, Fleece, Wolle und Co., dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt das bitte in die Kommentare. Abonniert natürlich auch den Kanal, um künftig keine Inhalte mehr zu verpassen. Den Grundlagenkurs gibt's bei uns neben vielen anderen Videos jede Woche am Dienstag. Wie immer wünschen wir euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und bergheil!